Ja, ist denn die Rotation schon wieder vorbei, würde der Kaiser Franz fragen, mit Blick auf den DAX. Und der Frage, ja, warum läuft er denn nicht so wie die Wall Street? Wir sehen den S&P 500 auf neuem Allzeithoch, Nasdaq 100 auf neuem Allzeithoch, nicht der Dow Jones, auch nicht der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex. Also es sind die Indizes, die viel Value enthalten, wie eben der DAX, wie der Dow Jones, wie der Russell, die eben jetzt nicht mehr so nach oben springen. Heute natürlich wieder super Bombenstimmung, warum auch immer, wahrscheinlich weil Dienstag ist, weil die Chinesen wieder wunderbare Zahlen geliefert haben, weil wir Impfstoffhoffnung haben, weil wir jetzt wieder Stimulus-Hoffnung haben. Dienstag ist ja eigentlich Stimulustag, nicht der Impfstoffhoffnungstag, der ist Montag, Mittwoch dann ja der Fett-Hoffnungstag. Aber heute ist es eben so eine Kombination aus allem und nichts. Jedenfalls die Wall Street ist da gut gelaunt, aber eben mit diesen Differenzierungen. Schauen wir uns doch mal den DAX an, was ist denn da los? Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, jawohl. Und wir sehen, der Index hat es noch nicht mal geschafft, jetzt den Stand kurz vor dem Corona-Crash zu erreichen. Wie gesagt, die Amis, die sind da ganz woanders. Auch der Dow Jones deutlich höher, S&P, Nasdaq, Russell 2000, alle vier großen US-Indizes sind deutlich höher als kurz vor dem Corona-Crash. Nur der DAX, der mag nicht so. Und wenn man sich den Kursindex anschauen würde, also praktisch die Dividenden mal rausrechnet, dann sähe die ganze Geschichte noch finsterer aus. Woran liegt es, wollen wir vielleicht gleich mal gucken. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir im November diese Abnormalie hatten. Hier mal ein Vergleich zwischen den Dingen hier in den USA, die seit Anfang des Jahres gelaufen sind, beziehungsweise was sich dann im November geändert hat. Wir sehen, Energie war der ganz große Verlierer, fast 40% im Minus seit Anfang des Jahres. Dann im November dieser Anstieg von fast 27%, gestern aber wieder 5% verloren. Heute läuft es auch nicht so gut. Heute läuft dagegen Information Technology, die seit Jahresbeginn ja sehr gut gelaufen ist, also die großen Tech-Werte, wenn man so will, und dann in der Impfstoff-Hoffnungs-Rallye nicht so gut gelaufen sind, die sind jetzt wieder deutlich stärker, während eben die Corona-Verlierer, die dann die Impfstoff-Hoffnung-Gewinner waren, praktisch jetzt wieder schwächer sind. Ist das nur temporär? Sind das nur Gewinnmitnahmen oder ist das maßvoll? Weil vielleicht diese sogenannten Value Aktien das Problem haben, dass sie teilweise kein Value darstellen, sondern praktisch sehr, sehr stark verschuldete Unternehmen. Und diese Verschuldung ist massiv nach oben gegangen, während gleichzeitig die Wirtschaftskraft, in der sich die Unternehmen ja bewegen, also innerhalb eines Bruttoinlandsprodukts, deutlich gesunken ist. Verschuldung rauf, Perspektiven für weitere Earnings, für weitere Gewinne, für weitere Umsätze tendenziell nach unten. Und das führt dazu, dass wir eine gewisse Diskrepanz haben, aber es waren eben diese Werte, die besonders stark gestiegen sind im November, die eigentlich die schwächsten sind auf der Brust, muss man sagen. Wir sehen es hier bei diesen BBB-Bonds, also bei diesen Bonds, die gerade noch Investment-Grade sind, die also gerade noch von Profi-Investoren gekauft werden können. Da haben wir innerhalb von 10 Jahren eine Entwicklung. Dieser Triple Bond Markt hat vor 10 Jahren noch 686 Milliarden Dollar ausgemacht, jetzt 2,5 Billionen, ein neues Allzeithoch. Also es ist viel Junk da draußen und dieser Junk ist gestiegen. Wenn die See rau ist, dann steigt der direkt nach oben, sagt man ja in Norddeutschland. Und so ist es scheinbar auch diesmal. Dabei hatten wir ja wieder positive Nachrichten von BioNTech und Pfizer. Man hat jetzt hier bei der europäischen Aufsicht die Zulassung beantragte für den Impfstoff. Die hat gesagt, ja, wir werden bis 29. Dezember darüber entscheiden. Bei Moderna wird es bis 12. Januar dauern. Man privilegiert also in gewisser Weise BioNTech und Pfizer. 29. Dezember heißt, da müssen die Herrschaften sich beeilen, müssen schnell durchwinken, weil man wollte doch eigentlich noch im Dezember anfangen, die große Impfaktion zu machen. Also da muss jetzt ein bisschen Power rein, ein bisschen Geschwindigkeit rein, sonst wird das nichts mehr in diesem Jahr. Und wir haben Stimulus-Hoffnung, meine Damen und Herren. Heute ist Dienstag, Stimulus-Tag eigentlich. Und wir sehen, da gibt es jetzt ein neues Proposal, einen neuen Vorschlag mit knapp über 900 Milliarden. Naja, ist jetzt nicht so der Burner. Wir hatten ja schon mal von 4 Billionen geträumt. Jetzt ist mal ein Vorschlag auf dem Tisch, 908 Milliarden. Da ist 240 für State and Local Governments, also praktisch für Bundesstaaten und für Lokalverwaltungen, ein Kernpunkt der Demokraten. Federal Unemployment 180 Milliarden, das wären dann 300 Dollar pro Woche für die
Bürger des Landes für 4 Monate, Paycheck Protection Program, nochmal 300 Milliarden und dann Temporary Moratorium und Covid Liability Lawsuits, also hier solche Geschichten wie Zwangsversteigerungen, wie Kündigungen, dass man sozusagen aus einer Wohnung rausgekündigt wird, wenn man die Miete nicht zahlt, das soll verlängert werden, ist dringend notwendig, um und bei 30 Millionen Amerikaner überlegen, wie sie jetzt in den 4 Wänden bleiben können und was sie essen können. Fahren aber gleichwohl ziemlich dicke Pickups. Aber das ist eine andere Frage. Jetzt aber spricht man wieder miteinander. Mnuchin und Pelosi. Wie lange haben wir von den beiden in einem Atemzug nicht mehr gehört? Seit Oktober war das. Jetzt will man heute Abend miteinander sprechen. Aber da geht es jetzt zunächst mal um den drohenden Government Shutdown. Man muss jetzt wieder die Schuldenobergrenze ein bisschen nach oben verlegen. Sonst ist wieder ab 11. Dezember finito mit Regierungsbehörden. Die müssten dann praktisch in ihren persönlichen Lockdown wieder zurückkehren. Also das wird erstmal die Priorität sein, dass man diesen Government Shutdown verhindert, bevor man dann über das Covid Relief Program sprechen kann. Und all das ist natürlich eine super Nachricht für die Märkte. Und jetzt haben wir ja die Situation, ich beschrieb es schon mehrfach, dass wir in den letzten Tagen, gerade in der Woche von Thanksgiving, ja nochmal eine Wahnsinnsflut an Call-Optionen sahen, die gekauft wurden. Und das bedeutet für die Broker, die diese Call-Optionen an den Mann bringen, dass sie sich absichern müssen, wenn der Markt weiter steigt, das tut er, dann müssen sie praktisch prozyklisch mitgehen, um die Kursgewinne, die der Kunde mit dieser Call-Option verbucht, nicht als Buchverlust selbst einbuchen zu müssen. Da muss man also hedgen. Dementsprechend ist da sozusagen nochmal ein Zug nach oben erkennbar auf dem Weg hin zu einem Blowout-Top, zu einem Top, das dann nochmal alle mit reingesogen hat und alle schön dabei sind. Bullish ist man ohnehin hier. Investors Intelligent Advisors Sentiment, also die intelligenten Ratgeber, gell? Die sind besonders intelligent und besonders bullish derzeit. Bearish ist kaum einer mehr. Und das angesichts der Tatsache, dass wir uns mal anschauen, wie waren denn eigentlich die Projektionen für den Gewinn pro Aktie bei S&P 500 Unternehmen zu Anfang des Jahres. Da hieß es ja, da werden wir wohl $167 pro Aktie verdienen bei den S&P 500 Aktien. Es werden dann um und bei 93 sein, also deutlich schlechter. Damit haben wir jetzt eine PE-Ratio statt 19,35 von 38,81. Haben wir also mal schlank verdoppelt. Das gleiche gilt jetzt schon für das Jahr 2021. Da hat man by the way die Schätzungen schon mal deutlich runtergenommen für 2021. Passiert, obwohl ja der Wunderimpfstoff schon um die Ecke wartet. Und eines der wirklich bedeutenden Themen in Sachen Bilanzierung sind die sogenannten Tangible und Non-Tangible Assets, also Assets, die man anfassen kann oder eben die man nicht anfassen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Computer in der Firma stehen habe und einen Schreibtisch und Produkte, die ich in der Lagerhalle habe, dann kann ich ganz klar sagen, ja, okay, das hat einen Wert von X, aber was ist mit den Nicht-Tangible Assets, also mit den Dingen, die ich nicht anfassen kann, geistiges Eigentum zum Beispiel. Da habe ich natürlich Wahnsinnsmöglichkeiten, hier die Bewertungen, die Einschätzungen für solche nicht anfassbaren Eigentümer nach oben zu schrauben, und inzwischen sind das ja 84%, so war es zumindest 2018, es dürfte sich jetzt noch leicht erhöht haben, also da ist natürlich wahnsinnig viel bilanziell drin, hier kann ich viel Luft aufblasen. Alibaba zum Beispiel ist ein geniales Unternehmen in dieser Hinsicht, da werden solche Sachen bis zum Exzess betrieben, aber es sind natürlich auch, und das ist vielleicht ein entscheidendes Charakteristikum, ein riesen Short Squeeze, den wir hier sehen, die Most Shorted Stocks sind jetzt seit dem März um 166% gestiegen. Und wir sehen hier mal den Dow Jones, der jetzt weit über dem oberen Bollinger Band ist, hier auf größerer Zeiteinheit. Wir sehen, wenn wir hier mal zurückblicken, das hatten wir zuletzt Anfang 2017, Ende 2017 nochmal die US-Steuersenkung verabschiedet durch Donald, Gott hab ihn selig, und dann ging es scharf runter. Jetzt sehen wir, dass diese Rallye ja deutlich imposanter war als das, was davor passiert, zumindest war sie schneller oder der Anstieg war schneller. Wir sind weit, weit aus dem Bollinger Band rausgekommen, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, Mensch, wer da nicht dabei ist, der ist ja doof. Wo
okay, das kann noch weiter steigen, es wird vielleicht noch weiter steigen, und dann fühlen die sich wieder bestätigt. Da gibt es einen genialen Kommentator bei Finanzmarktwelt, der sagt, Roland heißt der mit seinem Nickname, der sagt, ja, Aktien sind risikolose Assets. Wer das nicht begreift, der hat einfach nichts begriffen, und dementsprechend ist die Stimmung, diesmal ist alles anders, da wird nichts mehr anbrennen, und wenn alle davon überzeugt sind, dann wird es nach unten gehen. So sagt richtigerweise Charlie Bilello, Stocks auf All-Time-Highs, Hauspreise All-Time-Highs, auch in den USA, Corporate Bond Yields All-Time-Lows, also die Risikoprämien für Unternehmensanleihen, Mortgage Rates, also Hypothekenraten, die man bezahlen muss, wenn man einen Hypothekenkredit hat, All-Time-Lows. Aber Jerome Powell, der heute wieder aufgetreten ist, sagte, der Ausblick sei extraordinary uncertain, also außerordentlich unsicher. Und deswegen bräuchte man noch viele Jahre Nullzinsen. Das ist natürlich an sich eine Farce. Die Fed pumpt die Blase weiter auf. Und diese Blase ist besonders von den Ausländern geliebt. Wir sehen hier die ausländischen Käufer, die sich hier investiert haben in S&P 500 Unternehmen, massiv nach oben gegangen seit Jahresbeginn. Also es sind vor allem die Ausländer, die kaufen in dem Glauben, das wird gut gehen, und dennoch geht der Dollar nach unten. Wenn die jetzt also Kursgewinne machen und der Dollar verliert, und das tut er, wir sind jetzt 15% unter dem Hoch, das wir im März erreicht hatten auf einem 2-Jahres-Tief. Und dann bringt der Kursanstieg, bringt zwar was wahrscheinlich, weil der Anstieg der Aktie schneller geht als die Abwertung des Dollars, aber es tut dann doch ein bisschen weh. Und hier sehen wir vielleicht auch einen der Gründe für den DAX, warum er nicht so recht will, gell? Also warum er jetzt nicht explodiert. Wir kommen irgendwie bisher nicht über diese 13.400er Zone mal nachhaltig raus, sind also noch entfernt von dem Hoch, das wir kurz vor dem Corona-Crash gesehen hatten. Und hier sehen wir den Euro-Dollar, auch wieder ein Chart von Capital.com, gell, so ein Zufall, dass ich die heute gefunden habe, gell. Und jetzt sehen wir hier, wir sind deutlich über die 1,20er Marke gegangen, höchster Stand seit 2018, und immer so eine Geschichte, wo die EZB unruhig wird, dann kommen normalerweise Verbalinterventionen, und es ist ja nicht mehr weit jetzt bis zur EZB-Sitzung, und die Fed wird auch nochmal vor Weihnachten was zu sagen haben. Also da werden die Herrschaften schon nervös, denn das bedeutet, wenn der Euro stärker wird, dann werden Importe günstiger, und das verschärft dann ohnehin den deflationären Trend, den wir haben. Wir hatten heute Verbraucherpreise aus der Eurozone minus 0,3%. Ziemliches Desaster, diese Deflation wird aber ausgeglichen durch die Asset Bubbles auf der anderen Seite in Sachen Aktien und Immobilien. Die Welt ist gerecht im Endeffekt. Ne? Und wir sehen hier den Wertspeicher par excellence Bitcoin mit leichter Volatilität. Wir hatten heute ein neues Allzeithoch erreicht, auch Bitcoin also. Aber immer knapp unter der 20.000er Marke. Ist irgendwie Schluss, da reißt wahrscheinlich ein Wal, der hier investiert ist oder der ein Early Adopter ist, wie man im Amerikanischen sagt. Der zieht dann den Stecker und dann macht's Booms. Dann sind wir runter in den Bereich 18.100, ein paar zerquetschte. Dann wieder gut 1.000 Dollar gestiegen auf 19.000, knapp 500. Und dann wieder 1.000 gefallen. Also es ist leicht volatil, was da passiert, möchte man sagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Blow-off-Top ist eine absolute Möglichkeit. Noch weiter nach oben, noch weiter nach oben. Optimismus noch weiter nach oben. Alle All-In, alle All-In. Kann nicht schief gehen. Und das ist die hervorragende Voraussetzung, dass die Aktienkurse sich dann nochmal verdoppeln. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.